Willkommen zurück bei Stardew Valley. Ich habe in der letzten Folge ganz vergessen, ins Bett zu gehen. Dann machen wir das jetzt einfach diesmal und sehen gleich zu Anfang, was uns ja für Bonus erwartet. Was uns für Bonus erwartet für das, was wir den Tag gemacht haben. Nämlich gar nichts. Toll. Früh gefreut. Was haben wir denn da? Blütenregen. Hallo Andy Smile. Siehst du den Hund hier? Oh. Ein Hund. Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Ein Streuner? Heißt das, wir kriegen einen Hund? Er scheint ihm hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Ja. Bello. Warum Bello? Hundenamen. Rex. Ey, das ist gar nicht mal schlecht. Oder wir nennen ihn Sieg. Komm, wir nennen ihn Sieg. Sieg. Passt. Warum nicht? Okay. Passt. Komm her, Sieg. Sei ein braves Hündchen. Okay, ja. Okay. Natürlich. Alter, ich glaube, einige von euch lachen sich gerade kaputt. Bin mir nicht sicher. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das lustig fandet. Sagt mal. Okay. Ich habe die, glaube ich, nicht direkt gepflanzt, ne? Das war ein bisschen später. So, gießen wir erstmal alles. Dafür muss nämlich genug Energie immer da sein, am Anfang des Tages erstmal alles zu gießen. Aber sobald wir die Rasensprenkler haben, dürfte das vielleicht ein bisschen einfacher sein. Dann brauchen wir nicht mehr jeden Tag gießen. Oder gar nicht mehr? Ich weiß es gar nicht. Dann muss ich die Beete auch, ich glaube, anpassen an den Radius der Rasensprenkler. Aber wird sich schon zeigen. Wird sich schon zeigen, wie das sich alles entwickelt. Und ich merke gerade, so langsam reicht eine Gießkannenladung nicht mehr für alle Pflanzen. Nein! Blöder Baum. Geh weg da. Ciao. Was ist da jetzt ins Wasser gefallen? Nein! Schon wieder daneben. Kostet alles Energie. Auch das daneben gießen. So. 130 Holz. Wir haben gerade eh wenig Geld. Ich würde heute echt. Oder? Wobei, wir können ja trotzdem. Ah, wir können ja mal zum Zauberer. Eine gute Idee. Eine Quest war nämlich hier. Trifft den Zauberer. Betritt es den Turm des Zauberers. Und zwar, der Turm des Zauberers ist da. Das heißt, wir müssen geradeaus nach unten und dann nach links. Okay. Muss ich mal probieren. Ich war da noch nicht in der Ecke. Probieren geht über Studieren, sage ich da immer. Oh, was ist das? Oh, eine Eiche. Oh, nehmen wir mit. Okay. Da geht's raus. Heute, ich glaube, kein Abstecher in die Stadt. Heute suchen wir mal den Zauberer. Ich hoffe, hier geht's hoch, oder? Oh, hier da. Schön.
funktioniert das? Nö. Probieren. Auch hier immer studieren. Alter, was hat der denn für Augen? Ah, komm herein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des heiligen Gra... du verstehst schon. Und du, Andy Smile, deine Ankunft habe ich schon lang vorher gesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Was ist das für ein Kreis? Sieh her. Was? Oh, der Arme. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Sie nennen sich Unimos. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Vielleicht, weil du sie gefangen hältst? Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben. Aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Bin ich mal gespannt. Was macht er denn? Was für ein Typ? Lol. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Unimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Ja. Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie damit? Schniff, schniff. Aha! Komm her. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze, kannst du es riechen? Stinkt ein bisschen. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Ich soll das trinken? Diese grüne Suppe? Und ich mach's auch noch. Ich glaube, ich muss kotzen. Alter. Sei eins mit den Wäldern, ey. Ich glaube, so langsam wird mir schwummrig. Ich bewege meinen Kopf gerade so und das wirkt dann doppelt, ey. Leicht benebelt. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Unimo-Schriftrollen entschlüsseln. Cool. Und sonst? Es benötigt viele Jahre intensives Studiums, um die Sprache der Elementare zu verstehen. Um sie tatsächlich zu sprechen, musst du dich ihr dein Leben lang widmen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Okay. Toll. Den PC oder was? Oder hier, das Buch? Auch nicht lesbar? Schade. Was machst du da? Dort dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Schade.
dachte, du vertraust mir. Ich dachte, dein Vertrauen ist grenzenlos. Habe ich mich wohl getäuscht. So, sieht man jetzt irgendwo... Neuling bin ich noch. Nö, okay. Ich dachte für einen Moment, das ist gerade ganz interessant, aber anscheinend kann man da noch nichts von lesen in irgendeiner Weise. Vielleicht müssen wir erst wieder in das Gemeinschaftshaus. Ist da gerade einfach so ein Bauch, genau. So ein Baum aufgetaucht. Wobei hier, Moment, der ist ja im Bauernhof. Kann man da Gehege und sowas kaufen? Howdy! Tierbedarf. Hoi. Okay. Tiere kaufen. Hühnerstall müssen wir aber zuerst bauen, hä? Müssen wir die entsprechenden Gebäude erst kaufen. Oder bauen? Ja, mal schauen. Mal schauen. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir den Hund füttern müssen. Nicht, dass der uns... Junge. Oder findet der sein Fressen selbst? Ach, der Gammel, ich glaube bestimmt hier drin. Okay, der ist glücklich. Der ist glücklich. Dann nutzen wir mal die Axt. Wobei, ey, die Kirschbomben. So eine Kirschbombe wäre jetzt echt krass. Ich glaube, damit könnte ich sogar Bäume fällen. Kann ich sowas herstellen? Eine Kirschbombe? Oh, hier, Moment. Kupfererz und Kohle. Ich probiere das mal aus. Ich brauche viermal Kupfererz und Kohle. Ich will das mal ausprobieren. Ob das funktioniert. Moment. Hier stehen ja ziemlich viele. Och nö, hat ja voll wenig gebraucht. Uncool. Ja, das hat ja so gut wie gar nichts gebracht. Ist ein bisschen schade. Das wäre cool gewesen, wenn man mit so einer Kirschbombe einfach direkt... Einfach so direkt. Zack. Weg. Ich brauche halt ein bisschen Holz. Weil allein für die eine Brücke da sollen es, ich glaube, 250 oder 300 Holz sein. Schon eine ganze Ecke. Nice. Okay. Gut. Dann machen wir das mal wieder alles hier rein. Das eine Ding können wir ja pflanzen. Ich guck mal in meinen Sachen zum Herstellen. Lalala. Hier. Thema Stein, Thema Holz, Thema Faden. Wieder eine mäßige Menge Lagerfeuer. Thema Stein, Thema Holz, Thema Fasern. Thema Fasern, Thema Stein, Thema Holz. Ich will mal das Lagerfeuer herstellen. Hier, einmal das Lagerfeuer. Machen wir erstmal dahin. Packen wir das wieder weg.
Und dann mache ich hier ein paar Steinwege. 9 Stück. Reicht. Oh. Jetzt kann ich da keinen Stein hinmachen, oder was? Na toll. Ich glaube, jetzt muss ich erst warten, bis das wieder gerade gewachsen ist. Toll. Hm. Etwas ärgerlich. Aber auch hier machen wir mal so. Ey, was denn? Nein! Okay. 1. Oh. Auch beides abgehauen. Aber ich mache die Fackel dahin und das mache ich dahin. So. Gut. 49 Energie haben wir noch. Ich glaube, das reicht nicht mal für den ganzen Baum. Ganz ehrlich, wir können ja auch einfach hier ein paar Kartoffeln essen, oder? Wobei, ich wollte eigentlich was anderes gucken. Und zwar Müsli-Riegel, ob das was bringt, den herzustellen. Den Kupferbeeren. Eiche, Ahornsamen, Kiefernzapfen. Plus 45 Energie, plus 18 Gesundheit. 45 Energie für eine Eiche, einen Ahornsamen und einen Kiefernzapfen. Das haben wir. Quasi können wir 3 Stück machen. 3 von diesen. Ja. Machen wir. 1, 2, 3. Und dann. Nehmen wir das weg. Dann essen wir mal so ein Müsli-Riegel. Wobei. Moment, wir gucken erstmal. 49. Jetzt natürlich 94. Cool. Dann können wir ja noch. Alter, die Büsche kriege ich nicht weg, oder was? Ist ja doof. Einfach noch ein bisschen Holz mitnehmen. Wie gesagt, auf 10 Energie können wir runter. Geht der schneller, Dom? Okay, 56 wieder. Meine Güte, 40 Energie. Reicht das für einen ganzen Baum? Ich guck nochmal. Ein Müsli-Riegel haben wir ja nochmal. So, langt. Bis 13 Energie bin ich jetzt runter. Ich guck mal, ob das dann für den nächsten Tag reicht, um komplett wieder aufgefüllt zu sein. Aber 280 haben wir jetzt. Müsli-Riegel packen wir weg. Nächsten Tag brauchen wir bestimmt wieder die Gießkanne Lehm. Konstruktion. Okay. Schleim. Die Dinger würde ich fast schon verkaufen. Und das Harz können wir eigentlich im nächsten, wenn wir wieder anpflanzen, benutzen. Komm, hier verkaufen wir. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch ein bisschen die Sense nehmen. Genau, mit ein bisschen noch bei der Sense arbeiten. Ein bisschen die Hackern wegmachen. Na, was war das denn? Was haben wir denn da? Andy Smile, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Was?
Ist der gar nicht tot? Zu Beginn meines dritten Jahres soll der wiederkommen? Lol. Das habe ich ja mal so gar nicht erwartet. Aber vielleicht ist damit auch was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Und auch nicht spoilern, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt. Bitte. Wäre ganz nice. Spoiler nicht. Spoiler sind nicht so schön. Wollte ich gerade sagen. Jetzt wächst das natürlich alles durcheinander. Mist. Kann ich noch irgendwas essen? Hier, Moment, ich hab doch noch hier ein bisschen was, oder? Die Augen. Nein, verdammt. So. 20. 18. 17. 15. 13. 11. Passt. Schön. Da haben wir ja wieder ordentlich was geschafft. Nee, auffüllen tue ich jetzt nicht. Das kostet nur wieder Energie. Packen wir noch die Alge rein. So. Und... Ach komm, die Kartoffeln packe ich jetzt auch noch in die Kiste, damit wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Kohle, Kohle, Kohle. Und dann schauen wir uns noch an, was uns als nächstes erwartet. Vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen Bonus. Plus 1 Axt-Effektivität. Neues Kochrezept. Überlebensburger. Oh, Burger. Ist ja geil. Oh, nice. 657. Schön. Schön, schön, schön. Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö mit Ö. Und danke fürs Dabeisein. Aufstehen! Okay. Tschüss!